Hallo, dies ist ein spontanes Ehrungsvideo für John Taylor Gatto. Der ist nämlich am 25. Oktober 2018 verstorben. Und er ist der Autor des bekannten Buches Verdummt nochmal. Auf Englisch war es ein Bestseller, Damning Us Down. Ich habe es übersetzt und auf Deutsch herausgebracht. Es geht da um den unsichtbaren Lehrplan, was Kinder in der Schule wirklich lernen. Und John Taylor Gatto war selber über 30 Jahre Lehrer, hat mehrfach Preise gewonnen. Er war einfach klasse. Ich habe dieses Frühjahr noch ganz viel mit ihm zu tun gehabt, weil ich nämlich die Rechte für sein nächstes Buch gekauft habe, was aber noch nicht übersetzt ist. Und das hat wieder so einen klasse Titel, Weapons of Mass Instruction, also Waffen, Massenvernichtungswaffen, hieße Weapons of Mass Destruction. Und das ist sozusagen eine Verballhornung davon, Massen, ich weiß noch nicht, ob ich es Massenverbildungswaffen oder Massenverblödungswaffen der bessere Ausdruck ist, für die deutsche Ausgabe. Aber er war jemand, der wirklich die Kinder gefördert hat in ihrem Selbstsein und der als Werbefachmann an die Schule gekommen ist. Und dann, nachdem er die erste Zeit mit Survival beschäftigt war, und auch die Schüler natürlich alles versucht haben, um ihn irgendwie klein zu kriegen, dann irgendwann begriffen hat, nach und nach, im Laufe dieser vielen Jahre, wo er einerseits Ehrungen erhielt, weil er so tolle Sachen mit den Kindern gemacht hat und die sie mit dem täglichen Leben verknüpft haben und in ihre Würde gebracht haben. Und andererseits hatte er ständig Ärger natürlich mit dem System und mit den Schulräten und mit dem amerikanischen hierarchischen System der Schule eben. Die haben alles versucht, um seine ungewöhnliche Art Lehrer zu sein, zu untergraben. Er hatte eine kleine, ganz kleine, bescheidene Ferienwohnung in Alicante in Spanien, wo er mit seiner Frau immer hingefahren ist. Bis 2012 hatten sie beide einen Schlaganfall. Und ich bin in diesem Frühling tatsächlich dann mit Billigticket nach Alicante geflogen, um für ihn in der Wohnung nach dem Rechten zu sehen. Und da hatten die Holzwürmer schon ein ordentliches Zerstörungswerk gemacht. Aber ich war eben in dieser Wohnung und da stand seine elektrische Schreibmaschine mit Blick aufs Meer in einiger Entfernung und mit einer Rohfassung von dem Buch Verdummt nochmal. Und wenn man in einer Wohnung ist, in der jemand lange eben sich aufgehalten hat und die so ganz persönlich eingerichtet ist, ich habe ihn so lieb gewonnen in diesen Tagen, wo ich da mich um seine Wohnung gekümmert habe. Er war einfach jemand, der etwas begriffen hatte, nämlich dass das Schulsystem, so wie es ist, nicht dem Wohl der Kinder dient und dass das auch nicht die Hauptaufgabe ist, der es dienen soll. Das denken wir nur als Eltern und wir als Kinder und Schüler haben das sowieso gedacht. Und wir als Lehrer denken es auch. Wenn wir Lehramt studieren, dann gehe ich davon aus, dass die allermeisten Menschen, die Lehramt studieren, einfach auch positive Vorstellungen davon haben, wie sie Kinder ins Leben begleiten. Und da passiert auch ganz viel Positives. Nur John Taylor Gatto macht in seinem Buch einfach deutlich, dass das das Verdienst der einzelnen Lehrer ist und dass es trotz dem Schulsystem passiert und eigentlich zuwider dem Schulsystem. Und das ist sehr erstaunlich. Er hat ja diese berühmten sieben Regeln des unsichtbaren Lehrplans, also was eigentlich die sieben Lektionen des Lehrens sind, worum es da eigentlich geht. Und er schreibt eben dann in seinem Buch, bitte nennen Sie mich Mr. Gatto, das ist schon mal, so müssen Schüler ihren Lehrer nennen. Normalerweise spricht man sich ja unter Erwachsenen mit dem Vornamen an in Amerika. Und dann sagt er, ich unterrichte nicht Englisch, ich unterrichte Schule und ich gewinne Preise damit. Unterrichten, schreibt er, vermittelt sieben Lektionen universal von den Slums in Harlem bis zu den Villenvierteln in Hollywood. Diese sieben Lektionen bilden einen landesweiten Lehrplan, für den Sie einen höheren Preis bezahlen, als Sie sich es vorstellen können. Also können Sie genauso gut auch gleich erfahren,
worin dieser Preis besteht. So, und dann stellt er die Lektion, die er eigentlich unterrichtet, vor. Und die erste Lektion ist Verwirrung, weil alles in kleine Häppchen von 45 Minuten unterteilt ist und in x verschiedene Fächer und überhaupt kein zusammenhängendes Weltbild entsteht. Das zweite ist gesellschaftliche Schichtung, ne? Das dritte ist Gleichgültigkeit. Das vierte ist emotionale Abhängigkeit. Das fünfte ist intellektuelle Abhängigkeit. Das sechste ist labiles Selbstbewusstsein. Und das siebte ist, man kann sich nicht verstecken, weil in der Schule ja es keinen Raum gibt, wo man sich zurückziehen kann, außer auf dem Klo. Und da muss man auch extra noch fragen. Und es ist auch nur eine sehr begrenzte Form von Rückzug, den man da hat. Aber ich will eigentlich gar nicht über Gatto sprechen, über John Taylor Gatto, ohne über sein Lebenswerk zu sprechen, denn er hat dadurch, dass er als begnadeter, erfolgreicher, geehrter Lehrer diese Dinge ausgesprochen hat, hat er sehr, sehr viel erreicht. Denn wir wissen ja, es ist immer so, wenn man Kritik an etwas übt und gehört aber selber nicht dazu, dann ist das immer so eine Sache. Aber wenn man selber drin steckt oder drin gesteckt hat über 30 Jahre in etwas und dann sagt, so, jetzt sage ich euch mal, was ich hier eigentlich mit euren Kindern mache, dann ist das was ganz anderes. Und John Taylor Gatto hat diesen Mut gehabt. Er hatte auch ganz viel Lebensfreude und Humor, hat eine sehr leider kinderlose, aber sehr glückliche Ehe geführt. Sie hatten dann Pflegekinder angenommen und haben viel gereist und viel Rotwein getrunken, glaube ich auch. Also jetzt nicht im übertriebenen Sinne, aber einfach, sie haben gerne gut gelebt, beide. Seine Frau lebt ja noch. Und er ist jetzt eben nicht mehr unter uns. Und es war mir einfach ein Bedürfnis, an ihn zu erinnern und ihm zu danken. Denn für mich war sein Buch, als ich mit Zittern und Zagen meine Kinder durch sozusagen vor diesem Schulsystem bewahrt habe und ihnen andere Optionen ermöglicht habe und natürlich unglaublich angegriffen wurde, für mich war sein Buch eine solche Stärkung und Ermutigung, weil ich auf einmal erkannte, ja, es ist ein System dahinter und das System dient nicht dem größten Wohl der Kinder, sondern der größtmöglichen Optimierung von Manipulierbarkeit und Ausbeutbarkeit von Konsumenten und Arbeitnehmern. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja was ganz anderes. Wir wollen ja unsere Freiheit. Wir wollen ja, dass unsere Kinder frei groß werden. Und dazu, dass das Wirklichkeit wird und werden kann, hat John Taylor Gatto wirklich ganz viel beigetragen. Ich empfehle sehr, sehr gerne dieses Buch nochmal. Er erzählt darin auch ganz viel über sich und über seine Kindheit und über die Art und Weise, wie er aufgewachsen ist. Und ich werde nie seine vielen E-Mails vergessen, wo ich am Anfang dachte, soll das ein Geheimcode sein, bis mir dann klar wurde, er konnte nicht mehr telefonieren nach seinem Schlaganfall, er konnte auch nicht mehr reisen und er konnte auch nur ganz mühevoll tippen und mischte dann immer andere Buchstaben dazwischen und es war gar nicht so einfach, diese E-Mails zu lesen. Aber er war bis zum Schluss, auch jetzt im Frühling, als wir eben per E-Mail uns dann verständigt haben, er war einfach freundlich und freudig und hat mir auch gesagt oder geschrieben mit vielen falschen Buchstaben dazwischen, dass er ein wunderbares Leben gehabt hat und dass er so dankbar ist und dass er jetzt demnächst wahrscheinlich abtreten wird. Und er ist aber voller Dankbarkeit und Freude. Und das hat er auch ausgestrahlt. Also vielen Dank.